Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 49 der Aktuellen Stunde auf Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Regierung Bouffier muss endlich Doppelbezug von öffentlichen Leistungen stoppen, vollständige Registrierung von Flüchtlingen zügig umsetzen und Datenabgleich ermöglichen. Hier hat sich zu Wort gemeldet für die antragstellende Fraktion, die Freien Demokraten, Herr Abg. Rock. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben massenhaften Asylmissbrauch. Das sagt Andreas Scheuer. Wer betrügt, der fliegt. Die Koalition will Sozialmissbrauch mit Einreisesperren belegen. Das kommt aus der CSU. Niedersachsen, sozialbedruckte Flüchtlinge. CDU fordert Aufklärung, ist vom 24.01. dieses Jahres. Sozialbedruckte Flüchtlinge, 31 Verdächtige. Sozialmissbrauch muss bekämpft werden, EU-Ausländer Kindergeld kürzen. Das sagt Herr Schäuble, unterstützt von Herrn Gabriel. Und Frau Nahles legt einen Gesetzentwurf vor, dass Ausländer erst nach 5 Jahren Anspruch, EU-Ausländer Anspruch bekommen sollen auf Leistungen in unserem Land. Das ist das, liebe Kolleginnen und Kollegen, womit unsere Bevölkerung in Überschriften tagtäglich konfrontiert wird. Das ist das, was Menschen lesen in den Zeitungen und was durch die Medien transportiert wird. Und das erzeugt Bilder in der Bevölkerung. Und es scheint ja so zu sein, dass es Parteien in Parlamenten, aber auch vor allem außerhalb von Parlamenten, ganz recht ist, dass es diese Überschriften gibt, weil ja auch damit versucht wird, Politik zu machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir etwas unternehmen wollen, wenn wir den Menschen in irgendeiner Art und Weise mal deutlich machen wollen, dass es da vielleicht nur um kleine Gruppen geht, dann muss der Staat handeln. Dann muss der Staat deutlich machen, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass das Einzelfälle sind und dass es nicht zu solchen Versäumnissen dauerhaft kommen kann. Und in einigen Fällen muss man ja von Betrug sprechen. Und da ist die Frage, und die steht hier im Raum, und das ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr, kann man gar nicht mehr fassen. Im 21. Jahrhundert, wo jeder über Digitalisierung spricht, Globalisierung, Informationszeitalter, dass in unserem Land, in unserem Rechtsstaat, auf den wir immer so stolz waren, der hervorragend verwaltet ist, dass hier scheinbar Menschen leben, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind, die nicht registriert sind oder die mehrfach registriert sind, die mehrfach scheinbar Leistungen erhalten können. Und es ist ganz klar, den schwarzen Peter für diesen Umstand bekommt die Mehrzahl der Flüchtlinge, die Mehrzahl der Menschen, die im Sozialbereich Bezüge erhalten, die den schwarzen Peter bekommen, die zugeschoben. Und die kommen deshalb diesen schwarzen Peter zugeschoben, weil der Staat nicht in der Lage ist, mit den Informationen, die er hat, vernünftig umzugehen. Und ich kann es auch nicht mehr hören. Wir werden ja nachher, geht der Minister hier vor, und dann wird er wieder sagen, ich habe vor 2 Jahren schon mal einen Brief geschrieben, ich habe in der Konferenz schon mal das und das erzählt, und da ist jetzt, ich meine, wenn man BAMF hört, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann ist man ja immer ein bisschen schon schockiert und denkt, oh Gott, was kommt jetzt wieder für eine Hiobsbotschaft, was für eine bürokratische Vorschrift oder eine unflexible Vorgabe kommt jetzt wieder. Aber es nutzt doch niemand was, wenn die öffentlichen Stellen, wenn die Regierung immer wieder dieses Schwarze-Peter-Spiel spielen. Das Schwarze-Peter-Spiel spielen, ganz genau. Wir werden das hier wahrscheinlich wieder durch den Minister hören. Wer alles schuld ist, warum was nicht geht, die Menschen draußen interessiert das einfach nicht. Die können nicht verstehen. Die können nicht verstehen, dass wir nicht in der Lage sind, Flüchtlinge zu registrieren, dass wir nicht in der Lage sind, einen Datenabgleich herbeizuführen und dass die Sta-
dass die staatlichen Stellen es nicht überprüfen können, dass die Landesregierung die Schuld auf die Kommunen schiebt, die Kommunen die Schuld auf die Landesregierung schieben, dann die Landesregierung die Schuld aufs Bundesamt schiebt, dann die Bundesregierung die Schuld auf die Kommunen schiebt. Das können wir doch alles lesen. Gucken Sie doch einmal in die Zeitung. Und darum haben wir diese Aktuelle Stunde heute gewählt. Wir wollen endlich wissen, wann das abgestellt ist, wann wir sicherstellen können, dass es zu diesen Doppelbezügen nicht mehr kommt und ob das, oder wie lange das noch dauert. Und ich kann auch nur darum bitten, dass endlich, dieses schwarze Peterspiel aufhört und dass das in Hessen endlich auch alles ordentlich umgesetzt wird, weil es ist schwer zu ertragen, all diese Überschriften immer wieder zu lesen. Und wir wissen doch genau, dass der Großteil der Menschen, die zu uns gekommen sind, sich ordentlich benimmt. Und die werden dann mit solchen Themen in einen Topf geworfen. Und es muss endlich einmal ordentlich geregelt werden. Die schwarzen Schafe müssen aussortiert werden. Und da muss natürlich auch die öffentliche Hand ihre Hausaufgaben machen. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier wieder erzählt bekommen. Das, was wir bis jetzt schriftlich bekommen haben, war jedenfalls nicht ausreichend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion der CDU Herr Kollege Dr. Bartelt. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Registrierung der biometrischen Daten aller Asylbewerber ist ein notwendiger Bestandteil der erkennungsdienstlichen Erfassung. Sie ist notwendig für ein zügiges Asylverfahren und Prävention gegen Missbrauch und Mehrfachbezug von Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. In Hessen werden seit Mai 2016 alle neu ankommenden Flüchtlinge erkennungsdienstlich erfasst. Bei zuvor eingereisten Flüchtlingen, insbesondere im Jahr 2015, werden nachträglich die notwendigen Daten erhoben und registriert. Es muss klargestellt werden, dass für die Registrierung das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und für den Vollzug der Leistungen für Flüchtlinge das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zuständig sind. Insofern ist der Titel der Aktuellen Stunde der FDP, und ich will es vorsichtig ausdrücken, der FDP nicht ganz exakt formuliert. Und auch die Rede eben, lieber René Rock, beruhte größtenteils auf Vermutungen und Hypothesen. Und bei einem sensiblen Thema sollte man sich überlegen, ob man hier so vorträgt. Wir wissen aus Erfahrung, in Hessen arbeiten die Staatsminister der Landesregierung und die Regierungsfraktion erfolgreich und harmonisch zusammen. Das wissen wir aus Erfahrung. Auf der Bundesebene ist dies in der Endphase der Legislaturperiode nicht immer der Fall. Und so war die Kommunikation in dieser Frage bedauerlicherweise auch nicht einheitlich. Der Bundesentwicklungshilfeminister forderte die nachträgliche biometrische Registrierung der Flüchtlinge aus den Maghreb-Staaten. Das Bundesinnenministerium entgegnete über den Sprecher des BAMF, dies sei bereits erfolgt und weitere Maßnahmen seien nicht nötig. Das Bundessozialministerium erklärte, dass ihnen von Doppelbezug von Leistungen durch mangelhafte Registrierung nichts bekannt sei. Alle diese Erklärungen erfolgten im Januar dieses Jahres. Aufgrund dieser Verwirrung sind wir der Landesregierung dankbar, dass sie die Fakten für Hessen zur erkennungsdienstlichen Erfassung einschließlich der biometrischen Erfassung dargelegt hat. Wir erinnern auch an das Engagement der Landesregierung auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Umsetzung der Leistungsgesetze. Dies ist auch deshalb wichtig, weil in Niedersachsen durch die Kriminalpolizei Braunschweig wegen des Verdachts auf Doppelbezug von staatlichen Leistungen von Asylbewerbern ermittelt wird. Die Ermittlungen beziehen sich nicht nur auf Vorkommnisse in diesem Bundesland. Die Klärung des Sachverhaltes ist notwendig, auch deshalb notwendig, um die Akzeptanz des staatlichen Engagements für die Aufnahme und Integration in der Bevölkerung zu festigen.
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass Hessen durch vorbildliche Organisation der Erstaufnahme, durch enge Zusammenarbeit und Vereinbarung mit der kommunalen Familie und durch einen weitsichtigen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen unter Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhangs diesen Konsens in der Bevölkerung sichert. Wir sollten diese Frage eindeutig klären. Die Hessische Landesregierung hat ihren Beitrag dazu geleistet. Wir sollten nicht versuchen, durch irgendwelche Vermutungen und Hypothesen diesen Konsens in unserer Gesellschaft aufs Spiel zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Als nächstes spricht Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! René Rock, ich fand den Redebeitrag eigentlich überzogener, als das eigentliche Anliegen hätte sein können. Ich will es einmal so sagen. Es gibt doch tatsächlich in der, also die Überschrift lautet, Regierung Bouffier muss endlich den Doppelbezug stoppen. So, wenn man das für sich isoliert betrachtet und danach sucht, was für ein sachliches Problem dahinter liegt und ob man das bearbeiten kann, dann finde ich, muss man sich der Sache stellen. Das bis dahin erst einmal nichts Unanständiges. Unanständiges finde ich dann doch schon, wenn man darüber fabuliert und erklärt, wie Sozialmissbrauch entstehen könnte. Das finde ich dann wieder diese sehr, finde ich sehr populistische in Verbindung Bringung. Und ich will mich aber der Sache nicht entziehen, Kollege Rock. Es geht darum, dass man diesen Doppelbezug in der Tat, wir wissen, Sie kennen den Brief vom 13. Februar des hessischen Ministers an alle Fraktionen. Und wenn man diesen Brief gelesen hat, wenn man diesen Brief gelesen hat, kann man eigentlich nicht mehr diesen Tagesordnungspunkt stellen. So, und ich möchte Sie noch beantworten, weil ich finde, alle Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die Kolleginnen und Kollegen haben das Recht zu erfahren, was nämlich in Hessen passiert. Alle in Hessen neu ankommenden Asylsuchenden werden erkennungsdienstlich behandelt und mit hinterlegten vollständigen biometrischen Daten registriert. Das ist das, was Hessen tut oder was in Hessen zunächst passiert. In Hessen sind keine Leistungen von Doppelbezug bekannt geworden. Das steht auch drin. Und jetzt kommt der spannende Teil, Kollege Rock. Abhilfe. Also hier wird gesagt, auch könnten die Sozialbehörden Jobcenter einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregister hinterlegten Fingerabdrücken aber nicht vornehmen, da diese die zu übermittelnden Daten aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen nicht auslesen können. Also, es gibt bundesgesetzliche Regelungen, die diese Kooperation verhindern. Deswegen sagt in dem Brief steht es drin, Abhilfe könnte in den sogenannten Fällen nur der Bund, weil bei ihm die Gesetzgebungskompetenz liegt. Und das ist erst einmal zum Feststellen. Also nicht die Regierung Bouffier ist schuld, und auch nicht, keiner verschleppt es hier und keiner ignoriert es hier, sondern wir benennen es. Es gibt ein Problem, dass es dazu kommen könnte. Und wenn, dann brauchen wir eine bundesgesetzliche Regelung, Art 1 und Art 2. Sie können gerne klatschen, Frau Kollegin, Sie haben recht. Und zweitens könnte man ja, jetzt hört man schon im Hintergrund hallen, hat die hessische Landesregierung auch wirklich genug getan? Auch das kann man bejahen, wenn man in der Lage ist, diesen Brief zu lesen. Hessen hat bereits zur letzten Arbeitsministerkonferenz einen entsprechenden Antrag an die Bundesregierung gestellt, der von den Bundesländern einstimmig mitgetragen wurde. Für die gesetzliche Umsetzung ist das federführende Ministerium für Arbeit und Soziales auf Bundesebene zuständig. Sie haben den Brief doch. Sie wissen, es ist Bundesgesetzgebung, die das erst ermöglicht. Sie wissen, dass Hessen aktiv war. Sie wissen das alles, und dann machen Sie so eine Überschrift Doppelbezug, so nach dem Motto, überall sind Sozialhilfebeträge. Ich finde es unanständig. Vielen Dank, Herr Bocklet. Als nächstes spricht Frau Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. So.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diesen Antrag der FDP las, war, was soll dieser Antrag bewirken? Was sind die Ziele dieses Antrags? Und leider sind mir nur eigentlich ziemlich unschöne Antworten eingefallen. Ja, meine Damen und Herren, wenn einige hunderttausend Menschen ins Land kommen, da sind natürlich auch welche dabei, die nicht ehrlich sind. Und ja, es kann auch sein, dass die Registrierung unorganisiert und überlastet ist, und das bietet Schlupflöcher. Da gibt es ja das alte, ich betone alte, deutsche Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Und das zeigt schon, dass es sich um kein Phänomen handelt, das nur Flüchtlinge betrifft. Das gab es schon immer und zu jeder Zeit, und das gilt für alle Völker. Damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, natürlich müssen Asylsuchende registriert werden. Und natürlich sehe auch ich die Sozialversorgung nicht als Selbstbedienungsladen. Aber dieser Antrag lässt die Annahme aufkommen, es wimmele nur so von Betrüger unter den Geflüchteten. Weil endlich soll die vollständige Registrierung und ein Datenabgleich erfolgen. Jetzt bin ich ja keine glühende Verehrerin dieser Landesregierung, aber Sie, meine Damen und die Herren von der FDP, suggerieren mit Ihren Formulierungen, der Mehrfachbezug von Sozialleistungen sei in Hessen ein von oben geduldetes Phänomen. Und tatsächlich ist in Hessen kein einziger bekannter Fall von Doppelbezug von Sozialleistungen durch Geflüchtete bekannt. Das wurde gerade hier vorgetragen. Darauf hat der Minister Grüttner hingewiesen. Und dieses Schreiben liegt auch der FDP vor. Auch der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik für Hessen lassen sich keinerlei Hinweise in diese Richtung entnehmen. Die Statistik wurde ja erst vor zwei Wochen vorgestellt. Sozialleistungsbetrug für Geflüchtete wird mit keiner Silbe erwähnt. Und es ist auch nicht richtig zu unterstellen, Geflüchtete würden in Hessen nicht registriert. Dazu hat der Herr Bocklet ja gerade gesprochen. Das kann ich also ein bisschen Redezeit sparen. Meine Damen und Herren, es gibt einen Begriff für eine politische Strategie, die Fakten ignoriert und Emotionen inszeniert. Man nennt es Populismus. Und meine Damen und Herren von der FDP, Sie versuchen, sich auf Kosten von Minderheiten zu profilieren. Auch so ein Versuch, datenrechtlich bedenkliche Regelungen in den Jobcentern einzuführen, gegen den muss man sich mit großem Nachdruck wenden. Es ist also kein legitimes Mittel, einen Jobcenter mit Fingerabdrücken zu versehen, weil man unterstellt, dass es irgendeinen Sozialbetrug geben könnte. Also jeder, der mit den Jobcentern zu tun hat, weiß, dass die Flüchtlinge, die dorthin kommen, sowieso registriert sind. Die sind anerkannt. Und da gibt es auch überhaupt keinen Grund, so etwas zu tun. So etwas ist ein Abbau des Datenschutzes. Es gab vor drei Jahren schon einmal eine Paralleldiskussion um den angeblich massenhaften Sozialleistungsbetrug durch Rumänen und Bulgaren. Monatelang hat sich damit die Große Koalition beschäftigt, die angebliche Zuwanderung in Sozialsysteme bzw. Missbrauch von Sozialleistungen durch EU-Länder hier zu thematisieren und anzuprangern. Aber auch damals drifteten Faktenlage und fremdenfeindliche Inszenierung weit auseinander. Tatsächlich war der Kindergeldbetrug durch deutsche Beamte das größere Problem. 2009 deckte der Bundesrechnungshof nämlich auf 2.400 Fälle mit einem Schaden von 6,5 Millionen €. Warum kümmert sich die SPD nicht einmal darum? Entschuldigung, das tut mir sehr leid. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Die FDP. So, und noch etwas, meine Damen und Herren. Also, noch etwas. In diesem Antrag kommt eine ordentliche Portion Doppelmoral zum Vorschein. Die FDP regt sich über die Betrügereien am Erschlucker auf. Sie findet aber nichts dabei, wenn Steuerflüchtlinge dem Fiskus Millionen entziehen. Dann ist von der FDP nämlich überhaupt nichts zu hören. Da wird keine Aktuelle Stunde beantragt und von der Landesregierung gefordert, endlich Steuerschlupflöcher und Kapitaltransfers ins Ausland zu stoppen.
Ihre Rede eben haben wir ja gehört. Frau Kollegin, auch wenn Sie gerade so schön in Fahrt sind, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, also jetzt möchte ich nur noch einmal sagen, diese Steuerflüchtlinge kosten ein Vielfaches dessen, was die Flüchtlinge kosten. Und der Fiskus verliert dabei jedes Jahr 100 Millionen €. Das ist ein wirkliches Thema, das mal hier zur Sprache gebracht werden kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Faulhaber. Es spricht jetzt Herr Kollege Ernst-Ewald Roth für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich sage es der Vollständigkeit halber am Anfang schon einmal. Ich glaube, ich bin in den letzten 9 Jahren hier keiner flüchtlingspolitischen Debatte ausgewichen. Ich habe mich aber gefragt, als ich diese Aktuelle Stunde heute gesehen habe, um was geht es da? Es gibt keinen Antrag, und damit muss man sich mit der Überschrift zufrieden geben. Aber die spricht Bände. Regierung Bouffier muss endlich Doppelbezug von öffentlichen Leistungen stoppen, und dann kommt der Zusammenhang. Und das ist das eigentlich perfide und unerträgliche. Vollständige Registrierung von Flüchtlingen zügig umsetzen und Datenabgleich ermöglichen. Natürlich brauchen wir das Zweite. Und das ist in den Debatten der letzten Monate immer wieder auch Thema gewesen. Aber den Zusammenhang herzustellen, dass es massenhaft Missbrauch gibt, Doppelbezug, und das in Verbindung zu bringen mit Flüchtlingen, das ist unerträglich. Und das zu diesem Zeitpunkt jetzt. Die Frage spielte bereits im letzten Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss eine Rolle. Und daraufhin gab es eine Antwort des Ministers, einen Brief an alle Fraktionen, der ist von Vorrednern schon genannt worden, der beantwortet für mich die Fragen. Der sagt auch, wo noch Klärungspunkte sind, aber der sagt auch, dass die nicht hier vom Hessischen Landtag zu klären sind. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Rock? Ich will das deshalb sagen. Ich musste von meinem Arbeitskreis sprechen. Das suggerieren Sie. Das suggerieren Sie. Ich musste von meinem Arbeitskreissprecher buchstäblich genötigt werden, zu diesem Punkt zu reden. Ich hätte am liebsten heute keine Wortmeldung abgegeben, weil ich mich an diesem Spiel, was hier passiert, an der Stelle nicht beteiligen wollte. Danke schön. Vielen Dank, Herr Roth. Es spricht für die Landesregierung Herr Staatsminister Wintermeyer. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke meinen Vorrednern, dass sie schon einiges klargestellt haben. Herr Rock, Sie haben zeitnah umfänglich Auskunft von Herrn Staatsminister Grüttner bekommen. Und auch wir haben uns gefragt, was soll das? Und die Unterstellung in Ihrer Aktuellen Stunde, in dem Satz dort oben, muss endlich Doppelbezug von öffentlichen Leistungen stoppen, das suggeriert definitiv, dass es diesen Doppelbezug in Hessen gibt. Und es suggeriert zum Zweiten, wir würden nichts dagegen tun. Beides weise ich ausdrücklich zurück. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Gerne noch einmal ans Rednerpult gehen. Ich liefere mit ihm gerne mir dann auch noch eine weitere Auseinandersetzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, dies ist meiner Meinung nach klar, dass es Ihnen nicht um Fakten und Lösungsansätze geht, sondern wohl auch um das Aufgreifen populistischer Stimmungsmuster. Und die Lautstärke von Herrn Rock eben gerade zeigt ja,
dass wir ins Schwarze getroffen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, bevor ich hier die Fakten klarstelle seitens der Landesregierung, nutze ich gerne auch als Flüchtlingskoordinator der Hessischen Landesregierung meinen Kollegen Sozialminister Grüttner und Herrn Innenminister Beuth zu danken, dass sie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ressorts wirklich Gutes geleistet haben bei der Erstaufnahme und der Unterbringung der Flüchtlinge, bei der Registrierung, bei der Sicherheit, bei Start- und Integrationshilfen. Und das, was geleistet wurde, ist herausragend, meine Damen und Herren. Hessen, unser Staat, hat die Herausforderungen der Flüchtlingskrise tatkräftig gemeistert. Das Land Hessen ist handlungsfähig. Und, meine Damen und Herren, das gilt es auch hier im Hessischen Landtag zu würdigen und nicht in Abrede zu stellen. Ich habe noch die kleine Hoffnung, dass der FDP-Antrag zur Aktuellen Stunde eher aus Unkenntnis resultiert als aus einer populistischen Absicht. Das beste Rezept, meine Damen und Herren, gegen beides sind glasklare Fakten. Fakt 1. Seit Inbetriebnahme des Ankunftszentrums in Gießen Ende Mai 2016 werden alle neu in Hessen ankommenden Asylsuchenden schon im Rahmen der Erstaufnahme erkennungsdienstlich behandelt und registriert mit vollständigen biometrischen Daten. Das heißt, eine Doppelregistrierung ist in Hessen seitdem nicht möglich. Die Daten sind im Ausländerzentralregister hinterlegt. Auch diejenigen, die in der großen Fluchtbewegung 2015 und Anfang 2016 zu uns gekommen sind, wurden im Rahmen des EasyGap-Abbaus im letzten Jahr registriert und biometrisch erfasst. Bei den unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden sind die Altfälle ebenfalls erkennungsdienstlich behandelt. Bei den neu ankommenden UMAs soll die erkennungsdienstliche Erfassung zeitnah im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme erfolgen. Sozial- und Innenministerium erarbeiten derzeit eine Handlungsempfehlung, um im Dialog mit den zuständigen Kommunen die Abläufe hier noch weiter zu verbessern. Fakt ist, meine Damen und Herren, Hessen ist hier gut aufgestellt und weiter als viele andere Bundesländer. Meine Damen und Herren, lieber Herr Rock, wenn Sie heute die vollständige Registrierung in Hessen fordern, und das ist ja in der Überschrift, und gleichzeitig damit den Eindruck erwecken, es gäbe große Lücken, dann ist dies schlichtweg Unfug und eine böswillige Verdrehung der Tatsachen. Meine Damen und Herren, Fakt 2. Im Rahmen des EasyGap-Abbaus sind bei der Registrierung und erkennungsdienstlichen Behandlung der rund 95.000 aufgenommenen Flüchtlinge in Hessen lediglich 54 Doppelidentitäten für die Jahre 2015 und 2016 festgestellt worden. Meine Damen und Herren, wir reden hier von einem halben Promille aller Fälle, die durch gewissenhafte Prüfung und Registrierung der Behörden aufgedeckt wurden. Sie suggerieren aber hier in populistischer Weise einen massenhaften Missbrauch von Identitäten. Das entspricht, meine Damen und Herren, nicht den Tatsachen und ist politisch nicht verantwortlich. Für die Hessische Landesregierung kann ich nachdrücklich unterstreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Ankunftszentrum und in den Ausländerbehörden alles daran setzen, solche Fälle schnell und vorbehaltlos aufzudecken. Und Ihnen, meine Damen und Herren, gehört unser aller Dank und Anerkennung. Herr Minister, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Fakt 3. Ihre Forderung, dass die Regierung Bouffier den Datenabgleich ermöglichen soll, lässt mich endgültig zweifeln, ob Sie auf der Höhe der Zeit sind und sich informiert haben. Diese Landesregierung hat federführend, und das müsste Ihnen bekannt sein, einen Antrag für einen besseren Datenabgleich zwischen den Ausländer- und Sozialbehörden auf der letzten Arbeits- und Sozialministerkonferenz eingebracht. Dabei wurde bereits Anfang Dezember beschlossen,
die Bestimmungen des § 52.2 des SGB II und weiterer Vorschriften zu erweitern und die Abfrage des Ausländerzentralregisters in den automatisierten Datenabgleich der Sozialbehörden mit aufzunehmen. Erst durch diese Möglichkeit einer überprüften Identifikation können Mehrfachanträge eines Antragstellers tatsächlich ausgeschlossen werden. Fakt ist, ohne verfassungskonforme Rechtsgrundlage gibt es keinen Datenabgleich dieser Art, und diese Gesetzgebungskompetenz, meine Damen und Herren, liegt beim Bund. Wer bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung oder Digitales Hessen alle Register gezogen und hier im Plenum die Fackel des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte so hochgetragen hat, Herr Rock, sollte dies wissen. Herr Kollege Grüttner hat in diesen Tagen die zuständige SPD-Bundesministerin auch noch einmal eindringlich auf den Gesetzgebungsbedarf hingewiesen. Dies drängt, da im Verlauf des Jahres mit einer steigenden Zahl anerkannter Asylbewerber auch die Leistungsbezieher aus dem SGB II zunehmen werden. Das Bundeskabinett, meine Damen und Herren, hat gestern in unserem Sinne entschieden. Diese gesetzliche Regelung des automatisierten Datenabgleichs mit dem Ausländerzentralregister ist unabdingbar, nicht nur um Missbrauchsfälle zu unterbinden, sondern auch unsägliche Generalverdächtigungen, auch über die, die wir heute jetzt diskutieren, zurückweisen zu können. An diesem Punkt zeigt sich die besondere Qualität des Themas der heutigen Aktuellen Stunde. Sie schüren in dieser schon zum Teil hochemotional geführten Debatte noch zusätzlich ungerechtfertigte Pauschalierungen gegen Flüchtlinge. Und sie untergraben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, der längst tätig geworden ist, bevor sie sich überhaupt nur ansatzweise sachkundig gemacht haben. Beides ist unsäglich und untragbar. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werden bei der Flüchtlingsaufnahme und Integration ihren erfolgreichen und konsequenten Kurs weiter beibehalten. Mit Augenmaß, Tatkraft und Verantwortungsbereitschaft für diesen Staat und die ihn tragende Werte- und Rechtsordnung. Wir sind es dem gesellschaftlichen Zusammenhang schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Wintermeyer. Als nächstes spricht Herr Fraktionsvorsitzender Florian Rentsch für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. 5 Minuten, zweite Runde. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielleicht können die Geschäftsführer die Debatte dann da führen, wo sie hingehört. Ich möchte gerne beim Thema weitermachen, weil uns das Thema wichtig ist. Und Herr Staatsminister Wintermeyer, ich meine, die Landesregierung versteigt sich ja heute hier in Superlativen von unsäglich und so weiter. Wissen Sie, was ich unsäglich finde, wenn eine Landesregierung es nicht schafft, Anfragen des Parlaments zeitnah zu erledigen und zu beantworten, wenn hier sozusagen das Parlament sozusagen auf die lange Bank geschoben wird? Und jetzt frage ich Sie einmal, warum sind Sie denn überhaupt aktiv geworden, wenn es da gar kein Problem gibt? Das ist ja interessant. Sie sagen auf der einen Seite, Sie können ausschließen, dass es da ein Problem gibt. Das können Sie überhaupt nicht ausschließen, Herr Staatsminister Wintermeyer, weil Sie keinen Datenabgleich zurzeit machen. Deshalb können Sie nicht ausschließen, dass es Doppelbezug gibt. Und auf der anderen Seite loben Sie sich hier dafür in Ihrer Rede, die ja anscheinend schriftlich vorgefertigt war, wo dann schon drin stand, dass es eine hochemotionale Debatte war. Wusste ich gar nicht, dass das vorher war gar nicht so emotional. Wir haben sie versucht, sehr sachlich anzulegen, weil nämlich der Punkt ist, warum wird die Landesregierung überhaupt tätig, wenn sie dort gar kein Problem sieht? Das ist ja interessant. Also entweder Sie müssen sich einmal entscheiden, gibt es ein Problem? Dann müssen Sie aktiv werden. Wenn es kein Problem gibt, hätte der Kollege Grüttner gar keinen Brief schreiben müssen und bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz aktiv werden müssen. Fakt ist, und da sind wir uns doch einig, bisher gibt es keine Struktur, um abzugleichen, ob Menschen in Deutschland, in Hessen und in einem anderen Land Bezüge beziehen in diesem Bereich. Oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Das steht fest.
Und dass wir das wollen, dass das sein muss, damit eben die vielen, die es richtig machen und die den Staat an dieser Stelle nicht ausnutzen, nicht in einen Topf geschoben und gesteckt werden mit den schwarzen Schafen. Das sollte doch unser gemeinsames Anliegen sein, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wo da die Emotionalität von der einen oder anderen Seite herkommt. Also, das sollte notwendig sein. Und wer sich anschaut, was wir zurzeit in vielen Stellen, und das waren die Zitate vom Kollegen Rock, eben für sehr populistische Äußerungen von CSU, aber auch CDU-Abgeordneten, gerade in Niedersachsen, in Bayern und anderswo haben, der sollte doch sagen, wir brauchen jetzt gesetzliche Grundlagen, damit das passiert. Und Herr Kollege Grüttner, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut, dass Sie aktiv geworden sind, nachdem wir bei diesem Thema nachgefragt haben. Und also, Herr Kollege Beuth, ich muss wirklich sagen, ich bin ja bei dieser Landesregierung mittlerweile viel gewöhnt, dass Sie sich hier alle nicht benehmen können. Aber wenn Sie schon einmal da sind, halten Sie sich endlich einmal zurück. Ich habe langsam wirklich die Nase voll, dass die Landesregierung. Dann setzen Sie sich dort drüben hin. Sie sind auch Mitglied des Parlaments und diskutieren Sie dort. Wenn die Landesregierung schon einmal da ist und hat kein Benehmen, meine Damen und Herren, dann muss ich wirklich sagen, irgendwann sind auch die Grenzen in dieser Frage. Also, ich muss Ihnen. Ich wäre dankbar, wenn von allen Seiten etwas mehr Ruhe wäre, wir weniger Zwischenrufe und Dialoge mit der Regierungsbank hätten. Ich will mich bei der Gelegenheit korrigieren, Herr Kollege Rentsch. Die Anzeige zeigt es Ihnen, es sind 4 Minuten. Ich hatte fälschlich gesagt 5. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Trotzdem, ich bin gerne bereit, mit jedem hier in diesem Parlament zu diskutieren. Es macht nur Sinn, wenn man ihn sieht und wenn man nicht ständig in den Rücken gesprochen bekommt. Es ist einfach, muss ich ehrlich sagen, auch parlamentarisch nicht unbedingt der Standard, den man hier erwarten darf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb werden wir das Thema auch weiter verfolgen. Was wir nicht durchgehen lassen, ist die Aussage, wir haben hier einmal einen Brief geschrieben, und das ganze Thema versackt dann auf dem Weg nach Berlin. Ja, Sie haben recht, die Zuständigkeit liegt hier beim Bund, das ist richtig. Aber, Herr Kollege Grüttner, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie stellen zwar nicht die Sozialministerin in Berlin und die Arbeitsministerin, aber was Sie doch stellen, ist die Bundeskanzlerin und einen tragenden Teil der Bundesregierung. Und deshalb das Spiel, der Bund macht es nicht, und das ist zu langsam, ist in diesem Bereich nicht akzeptabel. Wenn wir wollen, dass kein falsches Licht auf diejenigen fällt, die aus guten Gründen diese Leistungen, die Ihnen gesetzlich zustehen, in Anspruch nehmen, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass der Missbrauch, den Sie nicht ausschließen können, meine Damen und Herren, das wollen wir heute noch einmal feststellen, den Sie aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage nicht ausschließen können, dass der auch gar nicht eintritt. Und ich hoffe, dass wir nicht zu Fällen kommen in den nächsten Monaten, wo das noch bestätigt wird. Ich nehme das einmal jetzt so hin, was Staatsminister Wintermeyer hier gesagt hat. Er kann es ausschließen. Ich glaube, wir können es tatsächlich gar nicht ausschließen. Aber ich hoffe nicht, dass wir noch zu Fällen kommen, wo denjenigen, die das Thema populistisch nutzen können, auch noch Recht gegeben wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Für die Landesregierung erneut Herr Staatsminister Wintermeyer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es tut mir leid, dass ich jetzt noch einmal ans Rednerpult gehen muss und damit die Mittagspause noch etwas verlängere. Aber, lieber Kollege Rentsch, ich lasse mir von Ihnen und auch von keinem anderen Abgeordneten hier im Hessischen Landtag Dinge in den Mund legen, die ich nicht gesagt habe. Wenn Sie mir hier als Regierungsvertreter in den Mund legen, ich hätte gesagt, ich kann es ausschließen, dass es Doppelbezug von öffentlichen Leistungen gibt. Lieber Herr Rock, den Eindruck, den Sie erwecken, der ist einfach, der ist unflätig. Ständig reinreden, ständig irgendwas reinschreien, das richtet sich meiner Meinung nach von selbst. Ich sage hier dem Kollegen Rentsch und auch dem gesamten Haus, dass ich nicht ausschließen kann, die Hessische Landesregierung, dass es Doppelbezug gibt. Und das habe ich hier auch nie behauptet, sondern das haben Sie eben gerade, Herr Fraktionsvorsitzender, versucht, in den Mund zu legen, um in der nächsten Aktuellen Stunde, wenn irgendwo ein Fall aufgetreten ist, zu sagen, guck mal da, die haben doch damals das Falsche gesagt. Das können Sie mit uns und mit mir nicht machen. Zweite Bemerkung. Wir können sagen, dass uns kein Fall von Doppelbezug in Hessen bekannt ist. Ich kann Ihnen sagen, dass es 4 Fälle von Sozialleistungsbetrug in Hessen gegeben hat. Aufgedeckt wurden die in der Erstaufnahme, 2 Fälle 2015, 2 Fälle 2016. Dort ging es um Doppelbezug von Taschengeld. In allen diesen 4 Fällen wurde Strafanzeige gestellt und entsprechend auch gehandelt. Im SGB II, wie gesagt, sind keine nachgewiesenen Missbrauchsfälle uns bekannt. Ausschließen
kann ich sie nicht. Zweite Bemerkung. Lieber Kollege Rentsch, ich nehme noch einmal, und der Herr Roth hat es ja auch sehr deutlich gesagt, den Titel Ihrer Aktuellen Stunde. Das ist das, an was ich mich festhalten kann. Und hier sprechen Sie konkret die Regierung Bouffier an. Sie muss endlich den Doppelbezug von öffentlichen Leistungen stoppen. Dann kommen Sie jetzt hierher und nennen uns diese Fälle hier, die in Hessen stattgefunden haben, die die hessische Landesregierung stoppen soll. Nennen Sie sie. Am besten mit Namen, dann kümmern wir uns darum, sofort, im Interesse aller anständigen Menschen. Und wenn Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Wenn Sie denn hier sagen, die vollständige Regierung Bouffier steht immer vorne dran, vollständige Registrierung von Flüchtlingen zügig umsetzen, da habe ich Ihnen vorhin genau die Fakten erklärt. Wir haben sie umgesetzt. Und bei denjenigen, die jetzt noch zu uns kommen, setzen wir sie sofort um. Da können Sie einmal in anderen Bundesländern schauen, wie das ist. Ich sage erst einmal die Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen. Denen könnte ich viele Fakten aus Hessen liefern, weil da das noch nicht alles so doll aussieht wie bei uns. Ja? Und den Datenabgleich zu ermöglichen, da kämpfen wir, das kann ich Ihnen auch sagen, weil ich im Bundeskanzleramt immer mit dabei bin bei den Ministerpräsidentenkonferenzen, auch die Informationen aus den Sozialministerkonferenzen kennen. Seit Monaten mit der zuständigen Ministerin, dass der Abgleich zwischen den Sozialbehörden und den Ausländerbehörden rechtsstaatlich einwandfrei ermöglicht wird. Das Bundeskabinett hat gestern entsprechend diesen Gesetzentwurf beschlossen. Darüber sind wir hoch dankbar. Und gehen Sie davon aus, dass die Sozialbehörden spätestens in der 13. Woche dieses Jahres die entsprechenden Fingerprint-Maschinen da haben wird und noch vor Inkrafttreten des Gesetzes entsprechend technisch ausgestattet sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Mir ist mitgeteilt worden, dass sich die parlamentarischen Geschäftsführer darauf geeinigt haben, dass wir jetzt in die Mittagspause eintreten. Der Setzpunkt der GRÜNEN wird unmittelbar nach der Mittagspause aufgerufen, danach der Setzpunkt der Freien Demokraten. Das heißt, wir gehen jetzt in die Mittagspause und setzen die Sitzung fort um 14:20 Uhr.